Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen Beitrag von Euronews über ein staatlich finanziertes Ferienlager in der Ukraine. In diesem Ferienlager werden die Jugendlichen an der Kalaschnikow ausgebildet und ihnen wurde gesagt, es ist nicht okay auf Menschen zu schießen, aber auf Russen und Separatisten zu schießen, das wäre in Ordnung. Im Folgenden der Beitrag, danach ein paar Worte dazu. Mitten in einem Wald in der Ukraine. Achtjährige Kinder und Jugendliche trainieren mit Kalaschnikows in der Hand. Hier in diesem Sommerlager für Ultranationalisten erhalten die Kinder eine militärische Ausbildung. Ihr Ausbilder, ein erfahrener Soldat, der in der russischsprachigen Ostukraine gegen die Separatisten gekämpft hat. Wir zielen niemals auf Menschen, nie. Aber Separatisten und aus Moskau kommende Besatzer betrachten wir nicht als Menschen. Deswegen könnt und sollt ihr auf sie schießen. Radikal-nationalistische Gruppen haben eine wichtige Rolle im Ukraine-Konflikt gespielt und gegen die von Moskau unterstützten Rebellengebiete im Osten des Landes gekämpft. Sie unterhalten weiter gute Beziehungen zur Regierung in Kiew. Solche von rechtsextremen Gruppen betriebene Kinderlager erhalten sogar staatliche Mittel. All diese Genderfragen sind Perversionen moderner Bolschewiki, die in Europa an die Macht gekommen sind und jetzt versuchen, Schwulenparaden und Ähnliches zu einem Teil des Bildungssystems zu machen. In der Ukraine ist ein extremer Nationalismus mittlerweile an der Tagesordnung. Im Oktober haben in Kiew Nationalisten und Rechtsradikale an die Gründung der ukrainischen Aufstandsarmee vor 76 Jahren erinnert. Sie zogen zu Tausenden, begleitet von einem großen Polizeiaufgebot, durch die ukrainische Hauptstadt und skandierten Ruhm der Ukraine. Der Tag der Verteidiger der Ukraine ist seit 2015 ein Feiertag in dem Land. Die großen kommerziellen Medien erwecken den Eindruck, die Behauptung, die Ukraine hätte ein Nazi-Problem, ein systematisches Problem damit. Das sei russische Propaganda, das sei vielleicht eine Randerscheinung, aber die großen Parteien, die hätten damit nichts zu tun. Das seien alles nette Demokraten. Allein an diesem Beitrag wird aber deutlich, dass in der Ukraine etwas völlig verrutscht ist. Dass diese Gruppierungen eben sehr wohl einen Einfluss haben. Dass eigentlich auch die jetzigen Regierungsparteien, dass sie ein Nazi-Problem haben. Weil es nicht sein kann, dass so ein Ferienlager unterstützt wird mit solchen Aussagen finanziell. Normalerweise müsste in allen großen westlichen Medien der Aufschrei kommen. Das ist vollkommen unmöglich, so kann es nicht weitergehen. Die Ukraine kann nicht finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sowas möglich ist, dass so ein Camp staatlich finanziert wird. Es zeigt sich auch hier die grenzenlose Bigotterie und die Heuchelei. Björn Höcke und die AfD, ihnen wird jedes Wort im Mund umgedreht und es wird irgendwie versucht, daraus was Nazi-Haftes zu drehen. Über 10 Ecken. Er hat das gesagt und er meint es in Wahrheit so und so. Und dann wird das geschnitten, aus dem Gesamtkontext herausgerissen. Und dann wird gesagt, die AfD ist rechtsextrem. Man hat nichts. Und aus solchen Aussagen wird es verdreht, behauptet. Und hier sagen Leute wortwörtlich, da gibt es gar nichts zu interpretieren, auf Russen schießen ist okay, das sind keine Menschen. Auf normale Menschen dürfte nicht schießen. Und hier hat die AfD eine Riesenchance, aus meiner Sicht. Wie sie die Medien eigentlich entmachten kann, wenn sie es richtig macht. Wie sie eine völlige Umkehr in Deutschland bewirken kann. Indem sie ihre Reichweite benutzt, um das in den Mittelpunkt zu stellen. Das Problem bei der AfD ist, im YouTube-Hauptkanal und bei allen großen Reden, normalerweise wird irgendwie die Regierung angegriffen. Die anderen Parteien. Die Regierung kann es nicht, die anderen Parteien können es nicht. Und das Ganze immer wieder mit anderen Themen verkleidet. Man muss immer daran denken, dass man seine Reichweite auf eine bestimmte Art und Weise nutzen kann. Und man sich überlegen muss, welche Themen will man in den Mittelpunkt stellen. Die AfD versucht immer, das Thema Rechtsextremismus so auszuschweigen. Zu sagen, wir reden gar nicht darüber, uns betrifft das nicht. Aber das funktioniert nicht, weil es steht im Raum. Das Framing hängt ständig über ihnen, es wird ständig über sie ausgebreitet. Und wenn sie jetzt irgendwelche Reden halten und sagen, die Regierung ist blöd, die Regierung kann es nicht, dann denken die Leute immer, ja, die AfD, die tut jetzt nett, aber sie sind in Wahrheit rechtsextrem und jetzt reden sie daher. Und versuchen das wegzureden, das zu vertuschen. Aber sie sind in Wahrheit unmöglich, sie sind unwählbar. Es ist de facto so, dass für einen Großteil der Bevölkerung die AfD unwählbar ist. Und aus diesem Grund muss alles in den Hintergrund rücken. Dieses Framing muss entkräftet werden. Da muss maximal dagegen gearbeitet werden. Und das geht nicht, indem man den Vorwurf ausschweigt, indem man versucht zu sagen, wir sind ja nett, wir sind sachlich, wir sind gut. Weil dann rennen sie genau in das Framing rein.
Jetzt versuchen sie das zu verbergen, jetzt versuchen sie nett zu tun, aber mit ihnen stimmt was nicht. Sie können so nett sein, wie sie wollen. Die Leute werden sie immer für rechtsextrem halten, weil einfach dieses Framing massiv über sie ausgebreitet wird. Von allen Seiten, das kann man nicht ignorieren. Es geht jetzt Frame gegen Frame. Und man kann den Frame nur dann entkräften, wenn man denjenigen, der den Frame verbreitet, wenn man ihn selbst entblößt, ihn unglaubwürdig macht. Das heißt, erst wenn die Leute merken, die Medien, sie täuschen systematisch, sie täuschen bei der AfD, sie sind vollkommen morallos, sie sind vollkommen herzlos, im Kern verhöhnen sie alle demokratischen Werte. Erst wenn die Leute das in dem vollen Ausmaß verstehen, dann geschieht eine Umkehr. Und deswegen muss man seine Reichweite so nutzen, dass man die Medien entblößt. Und damit entkräftet man den Frame. Wenn hier deutlich wird, die großen Medien, sie ignorieren völlig das, was in der Ukraine passiert. Und sie hängen das bei der AfD ganz hoch und verdrehen irgendwelche Sachen, dann wird es plötzlich vollkommen unglaubwürdig. Sondern es muss allein gelingen, dass hier solche Beiträge an die breite Masse transportieren. Und das hat oberste Priorität. Nur so kann eine Wende gelingen, aber so kann sie wirklich gelingen, wenn die AfD konsequent ihre Reichweite benutzt und die Medien entblößt und das in den Mittelpunkt stellt. Und die AfD hat Reichweite. Der Bundestag, er wird schon zu einem gewissen Grad geguckt. Es können Anzeigen geschaltet werden, es können Plakate geklebt werden. Auf der Homepage kann man Informationen groß anpinnen. Die AfD hat schon Möglichkeiten, ein Narrativ zu verbreiten, wenn sie es in den Mittelpunkt stellt, sich dahinter stellt. Und hier mit dem Ukraine-Konflikt ist es die perfekte Gelegenheit, die Bigotterie aufzudecken. Lügen haben kurze Beine, aber es muss eben auch etwas unternommen werden, diese Lügen aufzudecken konsequent. Und zwar hartnäckig und nachhaltig, immer wieder. Nicht einmal das sagen, einmal reicht nicht, das muss dauernd wiederholt werden, wenn es was bewirken soll. Die Wiederholung ist das Entscheidende. Es müssen die wichtigen Dinge in den Mittelpunkt gestellt werden und dauernd wiederholt werden. Und das mit dem Ukraine-Konflikt, das bleibt für immer. Die Lügen bleiben für immer. Man kann sie immer hervorheben. Damit kann man die ganze Glaubwürdigkeit der Medien kann man aushebeln damit. Es ist ganz wichtig zu zeigen, die Medien gehen ihrem eigentlichen Auftrag systematisch nicht nach, sondern sie täuschen systematisch. Und wichtig ist auch hier, das Motiv klar zu machen. Dass im Ukraine-Konflikt deutlich wird, dass da augenscheinlich fremde Mächte dahinter stecken. Dass es nicht sein kann, dass die gesamte deutsche Presse wie ein Sprachwort der ukrainischen Regierung funktioniert, Dinge systematisch ausschweigt. Und damit wird den ganzen Milliardären, diesen ganzen Geheimdiensten, diesen ganzen Leuten, ihnen wird dadurch die Macht entzogen. Und warum komme ich immer auf die AfD zu sprechen? Weil die AfD der Fuß in der Tür ist, wirklich was verändern zu können. Wir können uns ja alle beschweren, können alle was sagen, was machen, können Videos machen, aber das nutzt alles nichts, wenn das nicht politisch irgendwie im Bundestag vertreten wird. Das ist der wirkliche Schritt, was zu verändern. Man hat es ja auch bei Querdenken gesehen, wie das funktioniert hat. Die Demonstrationen, sie wurden einfach ausgeschwiegen, die Leute wurden unmöglich gemacht, die Leute waren auch nicht gut organisiert, es war relativ leicht, sie zu framen. Und hier bei der AfD ist es anders, das sind Profis, die kann man nicht mehr so einfach framen. Sie äußern sich sehr vorsichtig und die Öffentlich-Rechtlichen, sie sind schon gezwungen, zu einem gewissen Grad über sie zu berichten. Jetzt wurden sie zwar gar nicht mehr in die Talkshows eingeladen, aber vor der Wahl war das ja wohl der Fall. Und die AfD hat als Partei im Bundestag schon die Möglichkeit, Botschaften zu verbreiten, Informationen weiterzugeben. Darum geht's ja. Wir haben hier ein riesiges Informationskartell. Wir leben hier in einem Informationsembargo. Und die AfD kann als Kraft im Bundestag, hat sie die Chance, dieses Informationskartell aufzubrechen. Das ist ganz wichtig. Und da geht es erstmal darum, die eigenen Mitglieder zu erreichen. Das heißt, die Informationen in der AfD müssen erstmal an die Wähler weitergeleitet werden. Das ist allererst und die Wähler transportieren das wieder weiter. Also hier sehen wir das Problem mit dem Ukraine-Konflikt, dass in einigen Westverbänden viele Leute sind, die das noch gar nicht verstanden haben aus meiner Sicht. Oder die vielleicht auch falsch spielen, es gibt immer schwarze Schafe, aber ich glaube, einige Wähler haben es noch nicht verstanden. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch intern aufzuklären. Die alternativen Medien in der AfD, dass dieser Konsum der alternativen Medien intern verbreitet wird. Ich bin jetzt auch erst vor kurzem auf Thomas Röper gestoßen, oder Daniele Ganser. Ich habe das bisher auch noch nicht gewusst und von der AfD habe ich es nicht gesagt bekommen, dass es Daniele Ganser und Thomas Röper gibt. Auch Thomas Röper bin ich jetzt erst vor kurzem drauf gestoßen und was er weiß, ist wirklich unfassbar. Es ist unfassbar wichtiges Wissen, das unbedingt verbreitet werden muss. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.